Und jetzt kommen wir zu einer Session, die wahrscheinlich, also da haben wir alle wenig Erfahrung, nämlich zu unserer Poster-Session, wie man das online realisieren kann. Und wir fangen an mit dem Poster 1. Das ist im Grunde mehrere Kolleginnen und Kollegen, die an dem Poster gearbeitet haben. Aber vorstellen wird das Frau Gabriele Wollnick-Korn vom ZB Med. Und da geht es um die Zukunft des deutschen MeSH, vom Übersetzungsprozess zum Terminologieservice. Poster ist eingeblendet, genau. Und dann möchte ich gern das Wort übergeben. Ja, vielen Dank erstmal. Herzlich willkommen. Mein Name ist Gabriele Wollnick-Korn, ZB Med Informationszentrum Lebenswissenschaften. Heute präsentiere ich Ihnen das Poster Die Zukunft des deutschen MeSH vom Übersetzungsprozess zum Terminologieservice. Dabei stelle ich Ihnen kurz die Ausgangssituation vor, gehe auf den Übersetzungsprozess ein, erläutere, was wir uns vorgenommen haben und was wir an Leistungen und Zielen vorhaben, was konnten wir davon umsetzen, wie sieht die weitere Planung aus und warum Sie als Fachcommunity für uns so wichtig sind. Im Frühjahr 2020 übernehmen wir als ZB Med und als deutsches Pendant zu US-amerikanischen National Library of Medicine, NLM, vom DIMDI offiziell die deutsche Übersetzung des MeSH und werden erstmalig im November 2020 die Version 2020 des deutschsprachigen MeSH Thesaurus anbieten. Was haben wir uns vorgenommen? Was sind unsere Leistungen und Ziele? Als erstes benötigen wir ein Tool, welches wir zunächst entwickeln müssen. Denn Ende 2018 stellt NLM das bis dahin von ihr bereitgestellte Tool, diese Übersetzungsplattform, ein. Unser Softwareprototyp soll intuitiv sein und leicht zu bedienen sein, soll aber auch gleichzeitig für weitere Terminologien, aber auch für andere Sprachen nachnutzbar sein. Um die Übersetzung der neuen MeSH-Konzepte, also der Hauptbegriffe und der dazugehörigen Synonyme, zu erstellen und den Übersetzungsprozess auch zu beschleunigen, ist eine automatische Vorschlagsübersetzung von Vorteil. Das soll unser Prototyp eben auch ermöglichen. Zudem soll das Tool auch über ein Benutzungsverwaltungssystem verfügen, denn letztendlich würden wir gerne ein mehrstufiges und unabhängiges Übersetzungsverfahren installieren, welches diese automatisierte Vorschlagsübersetzung auch nochmal verbessert und damit für Qualitätssicherung sorgt. Und die zum Download bereitgestellte Version soll eine bilinguale Version sein und in diversen maschinenlesbaren Formaten erstellt sein. Letztendlich wollen wir aber auch die deutsche MeSH-Version in den Terminologie-Suchdienst SEMLOOKP einbinden. Und als ZB Med möchten wir neue Wege beschreiten und testen neue Strukturen aus, fördern die kollaborative Zusammenarbeit der Bereiche Bibliothek und Forschung. Was haben wir davon umgesetzt und was ist in Planung? Der Softwareprototyp TermL ist erstellt. Die Testphase und die Softwareanpassung, das ist auch soweit erledigt. Die semiautomatische Anreicherung funktioniert auch. Und das Benutzungsverwaltungssystem ist ebenfalls integriert. In Planung für 2021 haben wir ein Nutzendenmanagement via ORCID-ID geplant. Wenn es um den Übersetzungsprozess geht, ist die erste Phase gestartet. Aber Sie kennen das, nach der Übersetzung ist vor der Übersetzung und es ist für uns ganz klar, dass wir dann eine Evaluierungsphase einläuten werden. Was haben wir dabei gelernt? Was muss und kann und soll optimiert werden? Wir werden also alles nochmal auf den Prüfstand stellen. Die Download-Bereitstellung der Version 2020 haben wir fest im Blick, November 2020. Und in Vorbereitung haben wir die Integration der deutschen MeSH-Version in den Terminologiesuchdienst SEMLOOKP als bilinguale Fassung.
Wenn ich jetzt konkret auf den Übersetzungsprozess des deutschen Mesh 2020 eingehe, so noch ein kleiner Hinweis. Links hier unten sehen Sie auch nochmal die Erläuterung zu der Grafik. Unser Übersetzungsprozess des deutschen Mesh 2020 ist ein 8-stufiger Prozess. Im ersten Schritt geht es darum, dass wir die neuen Begriffe identifizieren müssen. Dafür werden Dateien miteinander abgeglichen, die alte Version und die neue Version, die von NLM bereitgestellt wird, wird abgeglichen und damit steht dann die Anzahl der neu zu übersetzenden Begriffe fest. Im zweiten Schritt müssen diese Begriffe extrahiert werden, samt der dazugehörigen Identifier. Nun kommen wir zu den Schritten 3 und 4. Die extrahierten neuen Begriffe werden nun nach TermL-Tool sozusagen übergeben und mithilfe von DeepL, also via DeepL-Schnittstelle, die automatisierte Übersetzung der neuen Begriffe wird als Vorschlagsübersetzung erzeugt. Anschließend beginnt der mehrstufige unabhängige Kuratierungsprozess. Zwei Annotierende, unabhängig voneinander, kuratieren die Vorschlagsübersetzung. Dieser unabhängige Kuratierungsprozess als auch das Einbeziehen diverser Nachschlagewerke, wie zum Beispiel online gemeinsame Normdatei, wie International Union of Pew and Applied Standards Online, wie ECD10GM, ChemSpider, Wikipedia, Google Scholar und Google und Schrembel Online. Diese sollen dann auch nochmal für Qualitätssicherung sorgen. Ein Direkteinstieg zu diesen Übersetzungshilfen ist aus dem Tool direkt möglich. Und die Übersetzungshilfen sind natürlich auch austauschbar und je nach Schwerpunkt der zu übersetzenden Begriffe auch erweiterbar. Mit der Stufe 6 beenden wir praktisch den Kuratierungsprozess. Und zwar haben wir eine Stufe eingebaut, wo eine Senior-Kuratorin, in diesem Fall sind wir ja Frauen, deswegen Senior-Kuratorin, kann aber auch der Senior-Kurator sein, erfolgt die Endabnahme, was wiederum zu einer Qualitätssteigerung führen soll. Mit den Schritten 7 und 8 gehen wir mit dem deutschen Mesh an die Öffentlichkeit. Einerseits bieten wir den deutschen Mesh als bilinguale Version in verschiedenen maschinenlesbaren Formaten zum Download bereit. Und andererseits möchten wir die deutsche Mesh-Version in SEMLUC-P integrieren. Aber was ist SEMLUC-P? SEMLUC-P ist ein Terminologie-Suchdienst und als solche auch konzipiert und ermöglicht einerseits die Konzeptsuche, stellt aber auch Konzeptinformationen bereit und andererseits bietet er die Abrufmöglichkeit vergleichbarer eines Teilbaumes oder einer gleichwertigen Konzepte aus anderen Terminologien zu einem Begriff an. Der Terminologiesuchdienst, wie eingangs gesagt, befindet sich in Vorbereitung. Und nun kommen Sie als Fachcommunity ins Spiel. Wir brauchen Sie. Wir brauchen Sie für den Austausch und Zusammenarbeit. Und an der Stelle möchte ich schon mal ein riesiges Dankeschön an die Kolleginnen von DIMDI BFAM aussprechen, die uns bisher immer unterstützt haben und mit Rat und Tat zur Seite standen und weiterhin stehen werden. Wir haben weitere Treffen geplant mit Netfutura GmbH und IQWIC für einen ersten Austausch und um zu schauen, wo eine Zusammenarbeit möglich ist. Wir brauchen Sie aber auch für unser Engagement in diversen Projekten, in denen einerseits Mesh-Terminologie oder auch andere Terminologien genutzt werden können. Und wir möchten Sie gerne als Expertinnen und Experten beim Übersetzungsprozess beteiligen und damit nochmal die Qualitätssteigerung nochmal ein Ticken erhöhen. Dafür werden wir 2021 diesen Dienst zu einer Crowdsourcing-Schnittstelle erweitern. Falls Sie durch diese Vorstellung des Posters Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns haben, so
freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen unter mesh-team@zbmed.de. Vielen Dank fürs Zuhören.